Herzlich willkommen zurück zur Pokémon Silberne Edition. Wir sind das letzte Mal hier in der Arena stehen geblieben und besiegen jetzt noch die restlichen Trainer. Dann geht's gegen den 7. Arena-Leiter. Ich hoffe, dass das wieder mal leichteres Spiel wird für uns. Und dann habe ich ja trotzdem auch schon relativ weit Einblick gegeben, wie es danach weitergeht. Denn wir werden dann sehr wahrscheinlich in den Radioturm müssen und dort den Rest von Team Rocket noch besiegen. Aber jetzt erstmal schauen wir uns hier weiter um. Hier finden wir den nächsten Trainer. Diese Arena hat einen rutschigen Boden. Das ist doch lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um zu spielen. Ja, gut. Also, nächster Kampf gegen den Snowboarder Kuno. Und der schickt Quiekel in den Kampf. Da haben wir doch relativ großes Glück, dass wir jetzt Eagle-Lava vorne haben. Denn Quiekel ist ein Eisboden-Pokémon und dementsprechend ist das Flammenrad sehr effektiv. So, Quiekel macht sich bereit. Jetzt sehen wir gleich die Stärke von, also den Effekt von Ausdauer. Denn, ja, Gegner Quiekels Ausdauer mindert die Attacke. Das heißt, wenn man Ausdauer einsetzt, hat man am Ende der nächsten Attacke mindestens 1 KP noch übrig. So, sorry. Musste hier ganz kurz am Telefon was machen. Weiter geht's. Ich hoffe, dass Quiekel nicht nochmal Ausdauer einsetzt. Nutzen wir Ruckzuckhieb. Denn das reicht aus, um das eine KP noch zu besiegen. Das eine KP noch auszulöschen. Es kommt ein weiteres Quiekel. Mal schauen, ob das ebenfalls mit der Ausdauerattacke agiert. Ja, na klar. Ah, das zieht den Kampf natürlich jetzt ein bisschen unnötig in die Länge. Na gut, nützt nichts. Können wir nichts machen. Müssen wir halt nochmal auf den Ruckzuckhieb zurückgreifen. Ja. Und das kann nämlich passieren bei Ausdauer. Es trifft immer, beziehungsweise klappt immer die Attacke. Außer wenn man es mehrfach hintereinander einsetzt. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit jeweils um 50%. So, Kuno besiegt. Weiter geht's zum nächsten Trainer, beziehungsweise zur nächsten Trainerin. Haben wir ja oben noch einen? Nein. Genau, die erreichen wir so. Wie ich zu dem komme, ist mir auch schon relativ klar. Dann gucken wir, ob links oben noch einer ist. Wenn nicht, gehen wir dann raus aus der Arena. Heilen unsere Pokémon, gehen dann wieder rein. Und dann wird's interessant. Dann müssen wir nämlich einen Weg finden, zum Arena-Leiter zu kommen. Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Oh, das Flammenrad wird, denke ich, nicht reichen, um Rosanna zu besiegen. Aber Rosanna kann uns eh nicht so viel anhaben. Höchstens mit einer Psychokinese. Die wäre schmerzhaft. Oder ein Todeskuss. Na klar, trifft der Todeskuss. Aber wir haben ja noch den ein oder anderen Aufwecker dabei und den ein oder anderen Hyperheiler. Deswegen ist mir das relativ egal und der Duplex-Hieb geht daneben. Das ist ja mal richtig ärgerlich für Rosanna. Denn wir gehen ja am Ende, ja zwar mit einem Aufwecker weniger raus, aber ohne Schaden. Dazu kommt, dass Eagle-Lava Level 32 erreicht. Und Skifahrerin Helga besiegt wurde. Ja, schön, wenn du beim Skifahren nie gegen mich verlieren würdest. Wahrscheinlich aber könnte beim Snowboardfahren wieder anders aussehen. Je nachdem, wie gut die das Snowboardfahren beherrscht. So, Skarabon ist jetzt wieder dran. Jetzt geht's gegen dich. Okay, links oben steht niemand. Wie kommen wir am dümmsten zu Norbert? Ja, schauen wir uns dann an. Jetzt erstmal gegen Snowboarder Georg. Der schickt hier Muschas in den Kampf. Das heißt, es wird nicht mit einer Hornattacke beendet sein. Ja. Boah, na klar. Hat unser Skarabon noch eine Bitterbär? Ich glaube nicht. Nein. Aber wir haben ja eine draußen. Was wollte ich sagen? Ich wollte gerade irgendwas erklären. Irgendwas wollte ich erklären. Ach ja. Warum habe ich Skarabon Ausdauer beigebracht? Das liegt daran, dass ich mit Skarabon eine Combo anwenden möchte. Aus der Mischung
Ausdauer und Gegenschlag. Das heißt, sollte uns das Garbon mal am Rand einer Niederlage sein. Und aber das schnellere Pokémon kann natürlich Ausdauer einsetzen und dann mit Gegenschlag agieren. Gegenschlag ist eine Kampfattacke und diese Kampfattacke wird umso stärker, je weniger KP das Pokémon hat. Und ich glaube, bei einem KP ist die Stärke der Attacke dann, glaube ich, bei 150 oder 200. Und, boah, das schlägt richtig durch. Und wenn Garbon dann halt das schnellere Pokémon jeweils ist, dann kann es hier immer noch mal einen ordentlichen Schlag landen, was im Zweifel den Gegner mit einer Attacke plättet. Und ja, dementsprechend halt die Combo Ausdauer plus, na sag schon, Gegenschlag. So, das war jetzt allerdings schlecht mit dem Panzerschutz. Das dauert mir dann jetzt eigentlich auch fast gleich zu lang. Da müssen wir vielleicht mal... Ist denn das die Möglichkeit? Komm, weißt du was? Das tue ich mir jetzt nicht an, das dauert mir zu lange. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Schicken wir Blitzer vor. Na klar. Also das ist ja eine richtige Nervstrategie. Panzerschutz, Schutzschild und dann auch noch Superschall. Kannst du überhaupt angreifen? Werden wir nicht mehr sehen, denn Austausch wird die Donnerblitzattacke nicht überstehen. Und damit hätten wir alle Trainer hier besiegt in der Arena. Gehen uns jetzt heilen und dann widmen wir uns dem Arenaleiter Norbert. Was, du verrätst mir noch ein Geheimnis? Das Geheimnis von Norberts Kraft, er meditiert täglich unter einem Wasserfall um Geist. Ist das dein verschissener Ernst? Einen besseren Tipp hast du nicht mehr da, oder wie? Mann, Mann, Mann! Also, gehen wir unsere Pokémon heilen. Garbon müsste noch vorne sein. Ist aktuell das schwächste Pokémon in unserem Team. Deswegen darf Garbon ran. Deswegen darf Garbon als erstes ran. Gegen den Arenaleiter. Wir müssen allerdings erstmal den Weg finden, zu dem zu gelangen. Können wir das schon mal ganz clever so vielleicht lösen? Nö. Da steht der im Weg. Probieren wir es doch mal hier über die Seite. Wenn wir das so machen. Ah ja. Ich weiß, wie wir es ungefähr machen müssen. Mir gelingt es bloß noch nicht wirklich, dorthin zu kommen, wo ich gerade hin will. Ah ja, genau, jetzt habe ich's. Jetzt geht's nämlich so hier hoch. Dann kommen wir hier rüber und zack, stehen wir vor Norbert. Speichern das Spiel ab. Und starten den Arena-Kampf. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen. Genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Und los geht's. Der Arenaleiterkampf Nummer 7. Der alte Norbert möchte kämpfen. Und schickt als allererstes Jurob in den Kampf. Level 27. Das ist eine ganz klare Aufgabe für unser Garbon und die Hornattacke. Zwei Treffer sollten hier hoffentlich reichen. Jawohl. Eissturm. Sehen wir gleich. Das ist gar keine so starke Attacke, aber die hat noch einen zusätzlichen Effekt. Sie senkt eigentlich die Initiative mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch. Ist allerdings jetzt gar nicht aufgegangen, der Plan von Norbert. Weiter geht's mit Yugong. Wir wechseln das Pokémon nicht. Denn ich denke, dass unser Garbon auch hier ganz gut geeignet ist. Da brauchen wir zwar jetzt wahrscheinlich drei Hornattacken. Jawohl. Aber das werde ich überleben. Außer natürlich, unser Angriff wird jetzt gleich geschwächt. Das wäre ärgerlich. Glück gehabt. Und Yugong ist hier schon kurz davor, K.O. zu gehen.
Norbert scheint deutlich leichter besiegt werden zu können als die letzten beiden Arenaleiter. Und hat's geklappt, auch Jurgong besiegt. Skarabon erreicht Level 32. Und dann kommt hier als letztes noch Keifel, die Weiterentwicklung von Quickle. Da werde ich das Pokémon wechseln und Igelava in den Kampf schicken. Denn da können wir mit dem Flammenrad relativ viel anrichten. In der Hoffnung, dass Keifel jetzt keine starke Bodenattacke beherrscht. Also ich gehe schon so ein leichtes Risiko ein. Schauen wir mal. Das Keifel auch nur Level 31, also auch vom Level her, ist Norbert schwächer als Jasmin. Reicht auf jeden Fall nicht ganz, um Keifel zu besiegen. Und Keifel agiert auch mit dem Eissturm. Da haben wir Glück gehabt. Die Initiative sinkt. Und Keifel wird wahrscheinlich jetzt geheilt. Ja, Norbert setzt den Hypertrank ein. Jetzt ist halt die Frage, ist unser Igelava noch schneller als Keifel? Dann hätten wir den Kampf nämlich jetzt gewonnen. Wenn nicht, bekommen wir noch eine Attacke ab. Wir sind immer noch schneller. Das ist der Sieg, denn Flammenrad wird treffen. Und damit haben wir mit Leichtigkeiten unseren 7. Orden geholt. Wer hätte das gedacht, nach den letzten beiden Arena-Leiterkämpfen, dass wir hier so problemlos durchkommen. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Und wir erhalten den Eisorden. Dieser Orden hebt den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. Wir erhalten die TM16 Eissturm. Das möchte ich niemandem beibringen, weil die Attacke relativ schwach ist. Diese TM enthält Eissturm. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winters dar. So, versuchen wir wieder rauszukommen aus der Arena. Das ist relativ einfach wieder gemacht. Und wir werden angerufen von Professor Lind. Ja, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil ich etwas im Radio... gehört habe. Sie sprachen über Team Rocket. Lauri, weißt du etwas darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Pass auf dich auf. Ja, und jetzt haben wir also den Fall, dass Team Rocket den Radioturm eingenommen hat. Aber wir könnten jetzt auch hier nach rechts weitergehen. Der Typ verschwindet also, sobald wir den Arena-Leiter besiegt haben. Das ist ja interessant. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt erstmal zu den Strudelinseln gehe, mir dort mein nächstes Team-Pokémon hole. Das wäre eigentlich gar keine so dumme Idee. Denn bei den Strudelinseln finden wir Team-Pokémon Nummer 5 und Nummer 6. Und da wir uns jetzt aufgrund dessen, dass wir auch Whirlpool einsetzen können, ein weiteres Team-Pokémon ergaunern können, würde ich sagen, machen wir das doch gleich mal. Haben wir noch ein Wasser-Pokémon eigentlich auf dem PC? Das wäre gar nicht so verkehrt. Pokémon-Lagerungssystem, möglichst eins, was auch Blitz erlernen kann. Ich glaube, es ist auch dunkel in den Strudelinseln. Bin mir nicht sicher, aber könnte sein, dass wir dort auch Blitz brauchen. Legen wir erstmal Habitak ab. Jetzt haben wir zwar keins mehr, was fliegen kann, aber auch da gibt es Schlimmeres. Gyarados wird ja wohl... Gyarados wird auf jeden Fall das können. Könnte natürlich auch Krabi ablegen. Was brauchen wir denn jetzt? Brauchen wir den Eigentlich brauchen wir gar nicht mal so viel, wenn wir jetzt das nächste Team-Pokémon fangen wollen. Wir bringen Gyarados jetzt erstmal Whirlpool bei. Wenn wir dann Blitz brauchen, dann kann ich das... Sollte ich vielleicht trotzdem vorher mal schauen, ob Gyarados das überhaupt erlernen kann. Welche Attacke soll vergessen werden? Silberblick bitte. Ich glaube fast nicht, dass Gyarados Blitz erlernen kann. Ja, war abzusehen. Okay, wir versuchen es trotzdem erstmal so. Boah, kann Gyarados Fliegen erlernen?
Nein. Ich hatte gerade kurz so den Gedanken, ob das nicht mal irgendwo möglich war, dass Gara das Fliegen erlernt. Aber scheinbar war das nicht der Fall. So, wo ist der Eingang? Hier oben. Traut sich gleich kein wildes Pokémon, mich anzugreifen. Strudel ist im Weg, möchtest du Whirlpool einsetzen? Gyarados setzt Whirlpool ein und damit verschwindet der Strudel. Wir gehen an Land. Und dann ist hier unten der Eingang, okay. Bitte, nicht dunkel. Ach, fuck you. Okay, dann müssen wir das anders lösen. Dann gebe ich meinem Gyarados... Brauchen wir Stärke? Ich glaube, Stärke und Zertrümmerer brauchen wir nicht. Von daher könnte ich meinem Gyarados einfach mal noch Surfer beibringen. Und dementsprechend dann... Ja, lasst mich kurz überlegen. Knuffenser noch mitnehmen. Knuffenser, der glaube ich Blitz beherrscht. Ja, du wirst jetzt nicht besiegt. Du hast jetzt ausnahmsweise einfach mal Glück gehabt. Also Gyarados, nochmal Whirlpool bitte. Und dann geht's nach Anemonia City kurz nochmal. Wir wechseln einmal mehr unsere Pokémon, legen Krabby ab, holen uns Knuffenser. Dann bringe ich meinem Gyarados, wie gesagt, noch Surfer bei und dann versuchen wir das so zu lösen. Wir müssen ja gar nicht weit rein in die Strudelinseln. Ich will mir bloß schnell das Pokémon holen. Die Erkundung können wir dann machen, wenn wir auch Kaskade noch einsetzen können. Die letzte VM, die brauchen wir nämlich dann auch, um auch das letzte Pokémon noch zu holen. Das letzte Team-Pokémon. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen kein Stärke und kein Zertrümmerer. Kann mich natürlich auch irren, das wäre ärgerlich. So, vorher brauchen wir nochmal die VM Surfer. Bringen wir Gyarados bei. Gyarados kann ich mir... Wir können mal schauen, ob ich dem Gyarados auch Stärke noch beibringen kann. Zertrümmerer habe ich aktuell nicht, also wäre es schlecht, wenn Zertrümmerer gebraucht wird. Ach, schaut da mal an. Gyarados kann auch Stärke lernen. Dann hätten wir das geklärt, falls ich jetzt auch noch Stärke brauche, um mir das nächste Team-Pokémon zu fangen. Lassen wir den Fuchtler vergessen. Und Gyarados erlernt Stärke. So, machen wir uns also nochmal auf den Weg zu der Strudelinsel. Und diesmal haben wir ja auch noch den Blitz mit dabei, sodass wir jetzt auch dann noch was sehen können. So, wie sich das gehört. So, vor dem Tentar fliehen wir erstmal wieder. Da habe ich jetzt gerade wirklich keinen Nerv dafür. Und gehen hier wieder an Land. Laufen einmal um diese Insel drumherum, um zum Höhleneingang zu gelangen. Und dann haben wir jetzt noch gut 10 Minuten, um das nächste Team-Pokémon zu fangen. Also, wie sieht's aus, Knuffenser, mit einem schönen Blitz? Oh, und hier haben wir gleich Wasser. Sehr schön. Ja, ihr seht, es ist ein Wasser-Pokémon, das ich mir fangen will. Ach komm, das Item können wir uns gleich mal noch einsacken. Megablock, na toll, das hat sich ja regelrecht gelohnt. Also, ab ins Wasser, surfen wir ein wenig hin und her. Ich hoffe, dass ich es beim Surfen bekomme. Und nicht angeln muss. Ich kann ja vorsichtshalber mal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier tatsächlich umsonst hin und her surfe. Allerdings wird es gerade schwer, beim Surfen dann hier gleich noch zu gucken. Vielleicht kommt es auch direkt. Dann brauche ich nämlich nicht gucken. Ja, kommt direkt. Sipa, Level 15. Okay. Jetzt muss ich allerdings doch mal ganz kurz schauen, ob es das auch in... stark gibt, weil also Strudelinseln, Sipa surfen, ist das die richtige Edition? Ja,
Sieper surfen. 15 bis 19, okay, also wird nicht stärker werden. Surfen. Ah, doch. Aber eine super Angel haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir könnten es mit der Profi-Angel machen. Da war die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, gerade relativ gering. Ja, komm. Komm, wir nehmen einfach das Sieper. Und dann haben wir ja den EP-Teiler und dann wird es auch sowas. Also, los geht's, Zornklinge. Jawohl. Das hat schon mal gut geklappt. Werfen wir jetzt den Ball. So, einen Superball, der sollte reichen. Dann kann ich schon mal auf den Attackenpool gucken. Ah ja. Gut, dann können wir nämlich Sieper schon mal Surfer beibringen. Dann hat es zumindest schon mal eine starke Wasserattacke. Und wir machen uns direkt wieder aus dem Staub. Möchtest du Sieper einen Spitznamen geben? Nein, auch wenn du in meinem Team bist, möchte ich dir keinen Spitznamen geben. Und es kommt direkt ein wildes Krabbi. Allerdings haben wir ja schon eins. So, das machen wir platt. Die Erfahrungspunkte nehme ich jetzt mal noch liebend gern mit. Krabbi hat eine relativ passable Verteidigung, wie ich gerade erfahren darf. Ich habe, glaube ich, auch noch nie Kingler im Team gehabt. Also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt, mit Kingler zu kämpfen. Ich kann es absolut gar nicht einschätzen, weil ich es halt noch nie genutzt hatte im Team. Könnte mir aber vorstellen, dass Kingler gar nicht so schlecht ist. Boah, jetzt habe ich gerade irgendwas im Hals. Versucht das ja gerade ohne Husten zu lösen, weil das Husten würde halt direkt ins Mikrofon des Headsets gehen. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden. So, schwimmen wir nach Anemonia City. Da werde ich gleich erstmal wieder ein paar Pokémon tauschen. Wir nehmen, denke ich, Habitak mit. Da wir mit dem Fliegen halt immer am besten unterwegs sind und da auch jederzeit zu dem Pokémon Center fliegen könnten. Und das ist halt wirklich die wichtigste VM ist, die man am Mann haben sollte. So, gleich noch ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Weiß gar nicht, muss ich das Pokémon wechseln? Nö, sind aktuell alle Level 32. Ich werde Sieper den EP-Teiler verpassen und die Surfer-Attacke. Und dann schauen wir mal, wann wir Sieper vielleicht auch mal in einem Kampf einsetzen können. Aber erstmal will ich, dass es ein bisschen stärker wird mit dem EP-Teiler. Und will halt nicht, dass ich es immer wieder einsetze und es immer wieder nur aufs Maul bekommt. Und kassiert und ich nach jedem Kampf ins Pokémon Center rennen muss. Das, ja, das ist dann auch für euch nicht schön, das ist für mich nicht schön, das muss dann einfach nicht sein. Weil das einfach nur nervig ist dann sowas. Also legen wir erstmal Gyarados ab. Und wir legen Knofenser wieder ab. Danke Knofenser für deine klasse Blitzattacke. Nehmen mit unser Sieper, unser Teammitglied Nummer 5. Und nehmen mit Habitak. Und mit diesem Team, Achtung, wir geben Sieper natürlich gleich noch. Warum sieht Sieper aus wie ein Carbator? Ey, so kann ich das nicht ernst nehmen hier in dem Spiel. Mann, geben Sieper den EP-Teiler und gehen in unseren Beutel TMVM vom Surfer. Surfer einen Pokémon beibringen. Sieper. Und Sieper lernt Surfer. Sehr gut. Surfer hat, wie gesagt, eine relativ starke Wasserattacke. Auch 100% Genauigkeit dazu. Mit der Attacke kann man nicht viel falsch machen. So, Habitak, flieg mich doch bitte nach Dukatia City, dass wir in den Radioturm eindringen können. Da ja hier schon wieder irgendwas los ist. Oh, Team Rocket blockierte den Weg. Das heißt, hier ist was passiert. Und wenn wir auf die Musik hören, ja, merken wir auch, hier ist definitiv was im Gange. Und zack. Haben wir den ersten Rocket Trübel. Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder den Team Rocket Terrorapparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind.
Tja, Team Rocket hat noch nicht genug, nachdem wir es aus dem Rocket-Versteck verprügelt haben, rausgeprügelt haben. Und will es jetzt wissen, hier im Radioturm. Der erste Rocket Trübel hat sich schon mal stark verbessert hier mit dem Radikal Level 24. Das kann sich sehen lassen. Nichtsdestotrotz sollte das kein Problem sein. Wow, das war kein Volltreffer. Scarborn, ich bin immer wieder aufs Neue überrascht von deiner Stärke. So, die Zornklinge. Oh, es gibt aber... Ah ja, wegen dem EP-Teil. Wollte gerade sagen, es gibt aber nicht besonders viele Punkte. Tauschen wir das Pokémon, setzen Blitzer ein, da Blitzer doch mit der Doppelkick-Attacke hier in dem Fall besser geeignet ist. Sollte ja mal ein Feuer-Pokémon oder ein Gesteins-Pokémon kommen, dann schicke ich natürlich meinen Sieper mal vor, dass es sich mal einen richtig großen Happen an Erfahrungspunkten holen kann. Und die Doppelkick-Attacke, ich wollte schon sagen, reicht nicht aus, aber reicht doch aus. Rocket drüber besiegt. Zu stark. Wir müssen dich im Auge behalten. Und weiter geht's. Eine Etage nach oben. Du willst nicht kämpfen. Aber hier haben wir welche. Den könnten wir sogar absolut gekonnt ausweichen. Dafür dann aber den hier nicht. Aber wir wollen ja die diversen Erfahrungspunkte hier einsammeln. Und deswegen kämpfen wir gegen jeden Rocket Rübel hier. Um halt wirklich alles mitzunehmen an Erfahrung. Und so stark wie möglich zu werden, bevor wir uns den neuen Aufgaben widmen. Und hier kommen wir in den Kampf gegen einen Arbok, Level 26. Also sie sind wirklich halbwegs stark, muss man ganz ehrlich zugestehen. Silberblick, ich hatte ein bisschen Angst, dass jetzt hier ein Giftblick kommt und Scarborn paralysiert wird. Aber da wurde ein Silberblick versucht, der ging gehörig schief. Und das reicht für Level 16 bei Sieber, natürlich. Wer bist du? Weiter geht's, nächster Rocket Trübel. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Nein. Nicht vor euch. Oh, 5 Pokémon, Alter. Leck mir den Arsch. Radfatz Level 21, das wird ein richtig nerviger Kampf. Das kann ich euch sagen. Der geht auch richtig an die AP. Aber zum Glück schafft es Scarborn mit einem Schlag. Als nächstes kommt hier Radfratz. Komm, Scarborn, mach du erstmal weiter. Radfratz, bin mir sicher, dass du es... Oh, Level 23. Aber selbst da bin ich mir sicher, dass der Einschlag reicht, weil das Radikale, der vorhin bei Hornattacke schon fast den Einschlag bzw. One-Hit-KO bekommen. Weiter geht's mit noch einem Radfratz. Hast du auch was anderes außer Radfratz? Oder kommen jetzt hier 5-mal Radfratz? Ist das der Typ von dem vom Rocket-Versteck, der damals 4 Radfratz hat? Hat der sich jetzt noch ein 5. gefangen? Und will die alle nicht entwickeln? Oder was ist sein verschissenes Problem? Noch ein Radfratz. Ich sag, das ist der Typ. Ich sag, das ist genau der Typ. Eieiei, so, 4 Radfahrts hätten wir schon mal geplättet. Fehlt noch eins. Ja, das wird definitiv der Typ sein. Nochmal Level 23. Ruckzuck-Hieb reicht, um uns zumindest noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber am Ende besiegt Scarborn hier 5 Radfahrts. Sieper erreicht Level 17. Und Rocket drüber wurde besiegt. Hier an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Besiegen dann noch die restlichen Rocket drüber hier in dem Raum und schauen mal, wo uns die Reise hier noch hinbringt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zu Pokémon Silberne Edition. Bis dahin, macht's gut.